Was heißt das denn für Spanien, wenn es eben diese Hilfen beantragt? Was muss es dann an Souveränität möglicherweise abgeben? Das ist genau das Stichwort, die Souveränität, der Verlust der Souveränität. Und deshalb versucht Regierungschef Mariano Rajoy ja nun auch, solange es geht, selbstständig aus dieser Krise herauszukommen. Die Äußerungen, die wir aber in den vergangenen Tagen gehört haben, die deuten darauf hin, dass das nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, irgendwie muss das Geld aus Europa nach Spanien kommen, um eben die Probleme, die aus der Bankenkrise entstanden sind, zu lindern. Und um die Souveränität zu erhalten, möchte Mariano Rajoy natürlich im Idealfall, dass das europäische Geld direkt an die Banken fließt, um die Banken zu stabilisieren. Da sagen dann aber die europäischen Statuten, dass das so nicht ohne weiteres möglich ist. Und deshalb muss man dort jetzt einen Weg finden, damit das Geld vielleicht doch direkt an die Banken fließt, ohne dass der Eindruck entsteht, das ganze Land Spanien müsste nun eben unter den europäischen Rettungsschirm hüpfen. Ganz herzlichen Dank, Markus Bönisch.